Hallo, ich begrüße euch heute aus der Heiligen Hallen der Tonhalle, da mein Wohnzimmer gerade durch ein Tischbauprojekt komplett vollgeräumt ist und ich da gerade keine Trainingsfläche habe. Nichtsdestotrotz werde ich natürlich darauf achten, dass das nur Übungen sind mit Hilfsmitteln, die ihr auch zu Hause habt, die ihr ganz normal zu Hause ausführen könnt. Heute wird es ein kleines Core-Special geben, also Mittelkörper wird angesprochen. Heißt Bauch, unterer Rücken. Wir brauchen heute eine Flasche sowie einen Rucksack, den ihr euch idealerweise schon mal vollpackt, ja, mit allen möglichen Sachen, die ihr finden könnt, dass ihr so ein gewisses Gewicht habt. Ich habe meine jetzt so mit etwa 10 Kilo vollgepackt, so das sollte so Pi mal Daumen euer Orientierungsgewicht sein. Falls ich heute immer wieder mal aus dem Bild rennen sollte, dann liegt es daran, dass mein Handy jetzt ein bisschen weiter weg liegt und ich für Musiksteuerung dann einmal da die 4 Meter rübergehen muss, raus aus dem Bild. Nur dass ihr da Bescheid wisst, was ich da mache. Wir fangen gleich an. Es wird wieder ein Warm-up geben, ein Workout aus 8 Übungen, bestehend aus 2 Sets, a 4 Übungen und ein Cooldown bestehend aus spezifischem Stretching für unsere Körpermitte. Alles klar, dann fangen wir an. So, für unser Warm-up kommen wir erstmal in den Vierfüßlerstand. Gehen durch Katzenbogen, bei jeder Einatmung Kopf heben, gegen das Hohlkreuz und ausatmen, Katzenbogen, die Außenschultern herausdrücken. Ihr macht das in Eigenatmung, los weiter. Einatmen, durchhängen lassen und ausatmen, Katzenbogen. Sinkt in den Schultern ein, wenn ihr einatmet. Drückt euch aus den Schultern heraus, wenn ihr ausatmet. Versucht in beide Richtungen maximal weit zu gehen. Weites Hohlkreuz wie nur möglich, so weit in den Katzenbuckel wie nur möglich. So, dann kommen wir wieder zu einer neutralen Stellung. Fußrücken sind abgelegt, wenn sie es noch nicht sind. Bei jeder Einatmung öffnen wir die rechte Hand, drehen sie nach oben Richtung Decke, gucken der Hand hinterher. Bei jeder Ausatmung rechte Schulter, rechte Schläfe auf den Boden ablegen. Einatmen, wir drehen uns wieder auf und ausatmen, nach unten. Wechseln die Seite, linke Hand, einatmen, wenn sie aufheben, ausatmen, wenn wir die rechte, linke Schulter ablegen, linke Schläfe ablegen. Auch hier denkt daran, die Bewegung so weiträumig wie möglich zu machen. Kommt zurück in den Stütz. Im Stütz angekommen, rechten Arm, linkes Bein wegstrecken. Wir führen diagonal unter Körper, Ellenbogen und Knie zusammen, strecken das Ganze wieder weg.
Atmen aus, Bein zusammenführen. Einmal wieder ausstrecken. Ausatmen und einatmen. Strecken alle Gliedmaßen weg. Also die rechten Arm, linkes Bein. Federn das Ganze nach oben. Und versuchen das Ganze zur Seite zu strecken. Federn auch hier. Und wieder nach vorne. Absetzen. Andere Seite. Linke Hand, rechten Fuß wegstrecken. Ausatmen, Ellbogen und Knie zusammenführen. Einatmen, wieder wegstrecken. Dürft dabei den Rücken mit rund machen. Aber wieder aufstrecken, in dem Moment, wie wir die Gliedmaßen strecken. Zur Seite führen und auch hier nochmal Federn. Und nach vorne und absetzen. Wir kommen in Rücklage. Langsame Crunches. Versuchen langsam den Oberkörper aufzurollen. In der Ausatmung einatmen, wenn wir wieder ablegen. Ausatmen beim Hochkommen. Der untere Rücken bleibt am Boden. Strecken die Arme zwischen die Knien durch und versuchen nach oben hin zu federn. Unterer Rücken bleibt am Boden, haben nur den Oberkörper abgehoben. Und strecken uns einmal lang auf. Recken und strecken auf dem Boden liegend. Beine wieder anstellen. Beide Hände nach rechts und wir federn leicht. Und wieder ablegen. Lang aufstrecken. Wieder anstellen die Beine. Beide Hände nach links. Und nach oben hin federn. Federn. Und ablegen. Lang ausstrecken. Wir rollen uns auf den Bauch. Oberkörper an, Arme anheben, Hände zur Seite führen und nach oben über den Kopf. Arme zur Seite und über den Kopf. Zur Seite und über den Kopf. Hier nehmen die Füße mit dazu. Wir machen eine leichte Paddelbewegung. Achte dabei darauf, dass die linke Hüftseite liegen bleibt. Ihr rotiert ihn nicht in der Hüfte auf. Wechseln das Bein, rechtes Bein am Winkel und Ferse Richtung Decke. Rechte Beckenseite, rechte Hüfte bleibt am Boden liegen.
rennt zurück auf den Rücken. Sehe nicht, Knie zur Brust, wir rollen uns vor und zurück. Versuchen den Rücken aber ganz rund zu machen, Kinn zur Brust zu ziehen. Und wir nehmen ein bisschen mehr Schwung und versuchen über den Schwung aufzustehen und wieder abrollen. Aufstehen, wieder abrollen. Und bleib stehen. Soweit zum Warm-up. Wir haben in jedem unserer Sets vier Übungen in den Kategorien Stütz, sitzend bzw. liegend, seitliche Rumpfmuskulatur ansprechend und unseren Rücken. Das werden im ersten Set wie folgt sein. Wir fangen beim Stütz an in Plank-Position. Heißt, Unterarme aufgesetzt, langer gerader Rücken, Hüfte befindet sich auf Höhe der Schultern. Entweder ihr haltet hier oder was ihr alternativ machen könnt, ist Beine auseinanderzunehmen und wieder zusammen. Auseinander, wieder zusammen. Raus, raus, rein, rein, raus, raus, rein, rein. Die beiden Alternativen gibt's. 40 Sekunden wird das Ganze gehalten. Danach kommen wir entweder zum Crunches, was wir jetzt auch gerade in der Vorübung gemacht haben, in der Erwärmung. Heißt, unter Rücken bleibt liegen. Wir rollen uns auf, versuchen durch die Knie hindurch zu gucken. Wir rollen uns auf, gucken durch die Knie hindurch. Oder etwas fortgeschrittener, strecken die Arme nach oben Richtung Decke, setzen uns auf, lang aufsetzen, wieder aufsetzen, lang aufstrecken, wieder. Achtet dabei darauf, dass ihr, wenn ihr oben sitzt, immer einen langen geraden Rücken habt und nicht irgendwo hier ankommt. Danach seitliche Bauchmuskulatur. Wir kommen in den Seitstütz. Alternative Nummer 1, entweder nur das Becken ablegen und wieder anheben oder jedes Mal, wenn wir uns aufstrecken, kommen wir in so eine Art Seestern. Oberes Bein abheben, oberen Arm abheben und versuchen alle Viere vorne uns zu strecken. Und letzte Übung in diesem Set, Superman, haben wir schon mal in anderen Workouts gemacht. In Bauchlage, alle Viere vorne uns gestreckt, heben alles an, so hoch wie es geht und legen das Ganze wieder ab. Anheben, kurz Moment halten und wieder ablegen. Konzentriert euch auf den unteren Rücken, da kommt die Kraft her. Da ganz viel Fokus drauf, versucht so hoch wie es geht alle Gliedmaßen nach oben zu ziehen. Diese vier Übungen, drei Runden hintereinander, danach haben wir das erste Set geschafft und euch erwartet die erste Trainingpause. Wenn ihr jetzt noch was trinken wollt, tut es jetzt. In etwa 15 Sekunden geht's los. Haltet euch bereit, fange an mit dem Plank. 40 Sekunden halten oder Füße auseinander zusammen. Raus, raus, rein. Hälfte geschafft. Nach 20 Sekunden habt ihr mal einen Zwischenpiep. Bauch bleibt fest, Hüfte bleibt auf Schulterhöhe. Erste Übung geschafft. Wir kommen gleich in Rückenlage. Beine nun angestellt, Hände hinter deinem Kopf für die Crunches. Wenn ihr die Crunches macht, bleibt der untere Rücken auf dem Boden. Wenn ihr die Sit-Up-Variante macht, Hände über den Kopf, strecken uns komplett auf. Und wieder ab.
zweite Übung durch. Wir kommen zur unteren Sehstärke. Im Seitstütz, Hüfte ablegen und wieder hoch. Alternativ dazu, oberen Gliedmaßen aufstrecken. Halbzeit gibt, wir wechseln die Seite. Letzte Übung in der ersten Runde. Superman. In die Bauchlage kommen. Alle Gliedmaßen vorne, die Matte abnehmen und lange mehr zurück. Wenn euch das Ganze zu hart ist, zieht die Gliedmaßen diagonal wechselseitig nach oben. Erste Runde geschafft, zwei kommen noch. Es wiederholt sich jetzt alles, gleiche Übung. Fangen Plank an, laufen die Beine auseinander und wieder zusammen oder halten einfach. 30 Sekunden habt ihr noch vor euch. Hälfte geschafft. Wer für den Sit-Up sich ein bisschen weiter fordern möchte, schnappt sich schon mal seinen Rucksack und versucht uns den Rucksack über den Kopf halten, trotzdem aufzusetzen. Seitliche Bauchmuskulatur, die Seesterne oder einfach nur Hüfte anheben. Halbzeit-Tief, habe ich vorher vergessen. Halten wir es länger durch. Und das war's. Gleich auf den Bauch legen. Und dann mit Superman weiter. Und wahlweise entweder diagonal gegen leicht die Gliedmaßen hochheben. Oder für die Fortgeschrittenen. Alles auf einmal.
dritte und letzte Runde, bevor wir zur ersten Trinkpause kommen. Komm gleich in, Clint. Laufen die Füße raus, raus, rein, rein, raus, raus, rein, rein. Jetzt geschafft. Halte durch. Hüfte bleibt fest. Nicht so viel mit dem Hintern wackeln. Zweite Übung, Crunches oder die Sit-Ups. Erinnern wir uns nochmal, Crunches, Hände hinter den Kopf und unteren Rücken liegen lassen. Oder Sit-Ups, Arme nach oben und wir setzen uns komplett auf. Schnappen wir wieder den Rucksack. Zwei Übungen vor uns. Fangen Sie sich ja wieder. Aufrichten und schließen. Halbzeitpiep, Seitenwechsel. Letzte Übung, Superman. Wir legen uns auf den Bauch. Und wir haben alle vier gefunden. Nach oben. Erstes Set geschafft. Trinkpause. Schnappt euch was zu trinken. So, unsere Übungen im zweiten Set sind wie folgt. Wir fangen auch hier wieder eine Stützübung, eine Übung im Sitzen bzw. Liegen, eine Übung für unsere seitliche Bauchmuskulatur und einmal für unseren Rücken. Fangen mit der stützenden Übung an. Kommen in den Liegestütz, heben rechten Arm, linkes Bein ab, setzen das Ganze wieder ab und wechseln die Seite. Langsamer, gleichmäßiger Seitenwechsel. Für die, die sich weiter fordern wollen, führen das Ganze noch zur Seite, bevor sie das Ganze wieder absetzen. Heben, zur Seite führen, wieder zurück, absetzen. Sollte euch das Ganze zu schwer sein, macht ihr das Ganze bitte im Unterarmstütz.
Übung Nummer 2 im Sitzen ist unser Russian Twist. Dafür brauchen wir unseren Rucksack. Wir haben unseren Rucksack seitlich neben uns liegen, heben die Beine an, langer gerader Rücken, heben den Rucksack an, setzen ihn auf die andere Seite ab. Anheben und absetzen. Anheben und absetzen. Achtet immer darauf, dass ihr einen langen geraden Rücken habt und nicht irgendwann hier seid. Langer gerader Rücken und absetzen. Alternativ, um das Ganze einen Tick einfacher zu machen, dürft ihr die Beine absetzen. Dann müsst ihr da nicht gar so viel aus dem Bauch heraushalten. Habt mehr die seitliche Bauchmuskulatur, die angesprochen wird. Fortgeschrittener, das Ganze mit abgehobenen Beinen. Für Übung Nummer 3 brauchen wir unsere Flasche. Die stellen wir vor uns ab. Wir kommen in unseren seitlichen Stütz, heben das eine Bein an, tippen einmal die Flasche an und den Fuß. Einmal die Flasche antippen und den Fuß. Flasche antippen und den Fuß. Letzte Übung für heute und in diesem Set, auch mit Flasche. Wir legen uns auf den Bauch, heben die Beine an, nehmen uns die Flasche in die Hand, übergeben die auf den Rücken und vorm Kopf. Hinterm Rücken übergeben, vorm Kopf übergeben. Idealerweise kommt die Flasche niemals an euren Rücken ran. Wechselt selbstständig immer wieder mal die Richtung, in die ihr die Flasche kreisen lasst. Da gibt es aber jetzt keine Vorgabe. Ihr macht das selbstständig, wann immer euch danach ist. Diese 4 Übungen im zweiten Set. Nehmt nochmal einen Schluck zu trinken, danach gibt es keine Trinkpause. Also während des Sets nicht. Fangen in Kürze an. Und fertig werden, in Liegestützposition, auf geht's. Wie gesagt, es wird auch nur Gliedmaßen geben und wieder absetzen. Fortgeschrittene Variante. Zur Seite schön noch, nach vorne. Wir kommen im Sitz, schnappen uns unseren Rucksack, Füße hoch und umsetzen. Lass die Beine zusammen, langer gerader Rücken. Langer gerader Rücken, streckt euch raus und wenn ihr nicht mehr könnt, setzt die Füße ab. Braucht die Flasche. Komm in den Seitstütz und mit dem Fuß Flasche antippen und den Fuß antippen. Ihr macht weiter, ich muss nur mal das Quatsche vorspulen. Seitenwechsel. Flasche antippen, Fuß antippen. Flasche und Fuß. Haltet durch, letztes Mal. Nehmen uns gleich die Flasche. Wir legen uns auf den Bauch. Bein hoch und Flasche übergeben. Ich wechsle gerne alle 2 Runden die Richtung.
ohne Gefahr komplett. Fang in Liegestützposition wieder an. Alternativ nur hochziehen, absetzen, kurz Momentum halten und probiert den Oberkörper bewegungslos zu lassen. In den Sitz kommen, Russian Twist als nächstes, Rucksack parat halten. Für die einfache Variante dürft ihr die Beine absetzen, fortgeschrittene Variante, Beine sind angehoben. Flasche schnappen, euch auf den Boden stellen und hochkommen. Flasche antippen und Füße. Flasche und Füße. Etwa 5 Minuten Workout sind noch vor euch. Seitenwechsel. Hüfte hoch. Und zu guter Letzt das Durchreichen der Flasche. Versucht die Beine hochzunehmen dabei. Und Ziel sollte es sein, dass die Flasche nicht mehr auf den Rücken kommt. Hälfte ist geschafft. Letzte Runde. Jede Übung noch einmal. Ein letztes Mal, dann haben wir es geschafft. Hoch in den Liegestütz. Diagonal. Spannung halten, versucht so wenig wie möglich rumzuwackeln. Letztes Mal. Vorne. Russian Twist. Sitzen, Rucksack schnappen. Und auf geht's. Denkt an den langen geraden Rücken, so gut es geht. Zwei Übungen. Letzten zwei.
Blatt schnappen. Hochkommen in Seitenstütz. Und oberen Fuß zur Flasche führen. Und wieder zurück. Zur Flasche. Und wieder zurück. Seitenwechsel. Letzte Übung für heute. Wir reichen die Flasche hinterm Rücken durch. Auf den Bauch gelegt. Füße am Boden. Halte durch. Sind durch. Ich hoffe, ihr seid so fertig wie ich. Jetzt erwartet jetzt nur noch das Cooldown, nur noch Stretching. Jegliche Anstrengung habt ihr geschafft. Wenn ihr soweit seid, kommt auf den Rücken, streckt euch ganz lang aus, versuchen in Rückenlage nach oben zu greifen und zu lang aufzustrecken. Stellen ganz minimal die Beine an. Arme bleiben über den Kopf. Versuchen Druck aufzubauen in die Fersen und heben unser Gesäß leicht ab vom Boden. Minimal, nur so, dass es weg ist vom Boden. Beine sind gestreckt, der ganze Oberkörper ist gestreckt. Und wir pendeln ganz leicht nach links und rechts zur Seite. Legen den Oberkörper wieder ab, Gesäß abgelegt, greifen ans Bein, nehmen das Kinn zur Brust und rollen uns über den runden Rücken vor und zurück. Legen wir unseren Oberkörper wieder ab, Kopf ablegen und rollen ganz leicht nach links und rechts zur Seite. Dicht vor die Brust, umarmen die Knie, greifen unsere Ellenbogen, dürft die Beine überkreuzen dabei und versuchen entspannen, zu entspannen meine ich, so ruhigen Atem. Hände an, gucken uns die Beine an, achten darauf, welcher Arm, welches Bein oben liegt. Lockern wir das ganz kurz, ne? Wechseln die Seiten und greifen nochmal erneut. Und versuchen auch hier wieder zur Ruhe zu kommen.
alles locker zu lassen. Und wir loslassen. Stellen die Beine ab, dicht aneinander gestellt, Knie zusammen, Fersenlicht ans Gesäß, Arme nach rechts und links zur Seite gestreckt. Lassen beide unsere Knie nach links fallen. Drehen den Kopf zur rechten Hand. Wenn wir hier merken, dass die Knie ganz locker zum Boden fallen können und das überhaupt keine Herausforderung für uns ist, dann können wir das rechte, das oben liegende Bein zur linken Hand hin strecken, versuchen den Fuß zu greifen und das gestreckte Bein zum Boden führen. Legen die Beine wieder übereinander. Drehen die Knie zurück, Kopf zurück. Richten uns wieder geradeaus. Und drehen das Ganze zur anderen Seite. Knie nach rechts, Kopf zur linken Hand hin. Und gleiches Spiel auch hier. Wer noch die Kapazitäten hat, weiterzugehen, streckt das linke oben liegende Bein aus zur rechten Hand. Versucht das zu greifen. Beine wieder zusammen, den Kopf angucken, zurück zur Decke, drehen die Knie zurück. Und strecken erstmal alles nochmal von uns. Drehen es auf den Bauch. Auf dem Bauch liegen. Beide Arme nach rechts und links zur Seite gestreckt. Wir versuchen diagonal mit dem rechten Fuß zur linken Hand hinzukommen. Wenn wir es nicht schaffen, überhaupt nicht wild, drehen uns wieder zurück und mit dem linken Fuß zur rechten Hand. Im Wechsel hin und her, achte darauf, die Hand bleibt liegen. Wir versuchen nicht mit der Hand zum Fuß zu kommen, dann ist es einfach. Die Arme bleiben 180 Grad aufgestreckt. Wir probieren mit dem Fuß zur Hand zu kommen. Zu guter Letzt, zwei Sachen kommen noch. Ihr könnt natürlich so liegen bleiben, ich drehe mich nur um, dass ich euch besser sehe. Vorletzte Übung, wir kommen in die Sphinx, in den Unterarmstütz mit abgelegter Hüfte. Achten darauf, dass wir die Schulter nach hinten unten ziehen, also nicht irgendwo hier drin hängen, sondern ganz aktiv die Schulter nach hinten ziehen. Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Versuchen, das Gesäß locker zu lassen, die Oberschenkel locker zu lassen und den Bauch locker zu lassen. Wenn ihr merkt, dass irgendwo was im unteren Rücken staucht, dann kommt ein Stückchen weiter runter, wenn ihr die Arme zum Beispiel weiter nach vorne schiebt. Es sollte nur im Bauch ziehen. Wenn es irgendwie unangenehm im unteren Rücken ist, kommt dort wieder ein bisschen flacher. Und lassen den Kopf hängen, Kinn zur Brust. Drücken uns nochmal aus den Schultern raus, Schulterblätter nach hinten, unten. Und wir drehen den Kopf über die rechte Schulter. Versuchen unsere eigenen Fersen zu sehen. Drehen den Kopf wieder zurück zur Mitte und über die linke Schulter. Probieren auch da unsere Fersen zu sehen.
Und lass den Kopf wieder hängen. Heben den Kopf langsam an. Der Blick wandert am Fußboden entlang zur Wand und an der Wand entlang Richtung Decke. Die Augen rollen in die Augenhöhle nach oben. Und wir versuchen unsere Arme langsam durchzustrecken. Den Kopf noch ein Stückchen weiter zu heben. Den Bauch gleichzeitig sinken lassen. Schulter nochmal nach hinten unten ziehen. Und nehmen die Spanne komplett wieder raus. Wir legen uns auf den Bauch ab. Wir schieben uns nach hinten in den Fersensitz, in die Stellung des Kindes. Gesäß strebt zu den Fersen hin. Arme bleiben nach vorne gerichtet liegen. Versuchen mit dem Bauch auf die Oberschenkel zu fließen, beziehungsweise wer die Oberschenkel geöffnet hat, durch die Oberschenkel hindurch. Stirn ist abgelegt und wir wandern mit den Fingerspitzen nach vorne. Wir ziehen die Arme aus den Schultern heraus, versuchen uns ganz lang zu machen. Das Gesäß bleibt aber auf den Fersen sitzen. Dann wandern wir mit den Händen nach rechts, weit nach rechts gerichtet, weg von uns. Wir merken aber die linke Flanke, die linke Achselhöhle, die wird aufgestreckt. Da versuchen wir hinzuatmen. Und wechseln die Seite. Beide Hände nach links, weit nach links und weit weg von uns. Rechte Achselhöhle, die rechte Flanke, die wird lang und da versuchen wir hinzuatmen. So, und wir richten uns auf und wir haben es geschafft für heute. So. Ja, tut mir leid, dass jetzt das Video einen Tag später herauskam, als ich eigentlich so meinen geplanten Rhythmus habe. Ich hoffe, dass wir uns Freitag wieder ganz normal in den alten Räumlichkeiten sehen können. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und bis demnächst. Macht's gut!